Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stellaris mit Merp und den Ranger. Wir haben in der letzten Folge uns einerseits mit einem gefallenen Reich geprügelt. Große fette Schlachten, 200k gegen 150k und so weiter. Also wirklich ganz großes Kino. Beim nächsten Mal würde ich das zeitlich ein bisschen runterschrauben, damit man das mehr genießen kann. Ansonsten, die Galaktische Republik wurde gegründet. Und ich glaube, bei den anderen beiden steht auch einiges an. Oh ja, also demnächst gibt es bei uns, glaube ich, auch eine also in 21 Monaten gibt es auch eine weitere Föderation. Ja, da freue ich mich. Das ist ja wild. Also vorausgesetzt, Ranger macht mit. Wir halten uns beschränkt. Nee, bedeckt. Wir sind beschränkt. Ja, wir machen mit. Sind es auch besser so? Wir wären sehr enttäuscht von euch, wenn nicht. So, immer diese unverhohlenen Drohungen und so, ne? Ah, hier ist wieder ein Gouverneur sehr gestorben. Und hier ist wieder ein Job frei geworden. Oh, ja, das hier muss ich auch noch da reinbauen. Wir wissen ja schon, was das hier werden soll. Nun, ich glaube irgendwie, Stein, dass die Eduka was dagegen haben, dass sie expandiert als Föderation. Warum sollten die Eduka was dagegen haben? Weil sie sehr schnell einladen. Wie was einladen? Ja, also zu ihren Leuten. Das ist auf deren Wunsch. Ach so. Dunkle Materie-Triebwerke. Ulala. Oh, gerade immer meine Schippe ein bisschen um. Lachtschiffe. Auch hier würde ich jetzt gerne noch was anderes reinnehmen. Ne? Also ich glaube, das macht jetzt hier... Das Ding macht halt fett Schildschaden, aber will ich das? Nee, ich gehe jetzt hier auch auf die Autokanonen. Verteidigungsplattform. Da gehe ich jetzt auch auf die Plasmawaffen. Und hier ist eine Technologie durch. Korvetten kann ich verbessern. Stahl ist sinnlos. Ah, die Ripper. Was haben wir hier? Es ist total wild, was ich hier für komische Technologien bekomme. Also ich bekomme halt einfach nicht das, was ich will, will ich damit sagen. Oh, guck mal, die Sachlage hat sich hier wieder einigermaßen entspannt. Das ist cool. Eine mutmaßliche Verschwörung wurde aufgedeckt. Die iBots verschwören sich gegen uns. Das ist ungünstig. Ja, das hier wollen wir auf jeden Fall haben, Leute. Also, wir machen jetzt gleich die Diplomatie. Wir bauen eine Föderation. Boah, ey, hier wird einfach alles abgelehnt. Schutzengel, diplomatische Bedeutung von Flottenstärke. Reduzieren, nicht dafür. Geringfügige Wirtschaftssanktionen, bin ich dagegen. Bin ich sowas von dagegen? Ich sag's euch. Mehr Ankerplätze. Das hier habe ich auch nochmal verbessert. Machen wir nochmal einen weiteren Hangar rein und nochmal ein weiteres Geschützbatteriechen. Dann. Komm, Ressourcensilos. So. Ich gucke mal gerade eben nochmal alles durch. Aber ich glaube, dass ich jetzt alle Raumstationen soweit ausgebaut habe, ne? Sie brauchbar sind. Oh, was ist denn hier? Ja, komm, hier muss noch ein Zielcomputer rein. Den habe ich nie gebaut. Das hier habe ich auch nie zu Ende gebaut, stelle ich gerade eben fest. Also gibt es doch noch eine Raumstation, die wir nicht zu Ende gedacht haben. Hier fehlt uns Wohnraum. Das ändern wir. Was, die Schiffe müssen jetzt natürlich wieder geupgradet werden, keine Frage. Ich habe bloß keine Ahnung, ob sie dadurch jetzt deutlich besser werden.
wird sich zeigen. So, es ist soweit. Wir können eine Föderation gründen. Föderation gründen. Mal gucken, was wir machen können. Wir können eine galaktische Union machen. Ey, ohne Witz, ich glaube, ich mache eine Handelsliga. Ey, das ist einfach fantastisch. Wie wollen wir das Ding denn nennen? Militärallianz, Forschungskooperative. Militärallianz. Eine Handelsliga. Ja, wir sind ja Handeln. Wir nennen es quasi. Diamond in the Sky. Accretion complete. Oder wollen wir es nennen, die goldene. Mineralien. Oh, komm, wir nennen es der Felsen der Brandung. Das passt super. Das nehmen wir. Hungos, wir haben euch zu einer Handelsliga eingeladen. Handeln. Ich handel gerne. Sie heißt der Fels in der Brandung. Aha. Brennt's da oder warum Brandung? Ich dachte, ihr wüsstet, was eine Brandung ist. Vielleicht haben wir ein anderes Wort dafür. Dann funktioniert der Universalübersetzer nicht. Ja, was meinen Sie, wenn Sie den ausschalten, was Sie dann von uns hören? So, da ist sie. Ein glorreicher Tag. Da ist die Föderation. Am besten den Gesandten zuweisen. Ja. Und mal hier direkt welche rein. Wir sind direkt der Anführer. Wir können jetzt momentan noch nicht viel machen. Und jetzt höchstens noch die Amtszeit verlängern. So, das ist ein bisschen. Dann macht das ein bisschen mehr Sinn so. Ja, komm, dann nehme ich jetzt hier nochmal den Plasmaantrieb. Was wollen wir denn noch verändern? Beitritt, Gleichgewicht, einstimmig. Nachfolge ist Reihenfolge. Also bis jetzt machen wir einfach mal Wert, Zugang zu Handelspolitik, verbraucherorientiert und Ideenmarktplatz kombiniert. Das machen wir jetzt, Leute. Das ist einfach der absolute Oberhammer. Die Föderation scheint ziemlich spannend zu sein. Ich habe gerade einen Gesandten hingeschickt und er ist direkt gestorben. Sie machen aber nichts mit meinen Gesandten, oder? Nein, machen wir nicht. Sie nehmen den auch nicht im Arm und drücken steinmäßig zu, oder? Nein, machen wir nicht. Okay, dann ist gut. Den kann ich halt leider nicht in die Föderation einladen, weil der halt immer noch in der Dingens ist, mit dem gefallenen Reich. Kann ich den irgendwie Construction complete. Gut anbieten, Vasalisierung verlangen. Wirtschaftspakt brechen geht auch nicht. Vielleicht sehr, sehr gerne den hier irgendwie in die Föderation einladen. Wird keiner Föderation mit dem Pungus-Kollektiv beitreten. Ey, das ist so schrecklich. Was ist mit euch? So blöd es auch klingt. Ja, das geht, glaube ich, nicht. Die sind mir feindselig gestimmt. Ja, das. Jetzt bin ich halt mit den Pungus in der Föderation. Was soll's? Ich könnte jetzt noch ihre Unabhängigkeit unterstützen. Das sind deren Herren.
Na komm, ich mach das aber mal. Dann sind die vielleicht frei. Ich unterstütze die Unabhängigkeit von ihnen. Verbessere die Beziehungen zu ihnen. Wie sieht's eigentlich aus? Kann ich hier nochmal Technologie stehlen? Meinem Verbündeten. Hier kann ich jetzt auch endlich wieder Technologie stehlen. Das ist sehr, sehr wertvoll für mich. So, zack, zack, zack. Nur ein paar kleine Schiffe, die geobt werden können. Ey, hier springen halt echt die Energy Credits im Viereck, ne? Boah, aber guck mal, wie viel... Ja, das liegt daran, dass ich jetzt hier halt... Ich glaube, ich ruiniere mal den Markt für Konsumgüter. Es geht einfach nicht anders, ich muss ihn ruinieren. 400 Stück verkaufe ich da jetzt. Dann gehe ich hier wieder runter auf 50. Dann sind wir wahrscheinlich wieder im grünen Bereich. Ja, jetzt sind wir wieder Tibi-Tobi im grünen Bereich. Hey, meine blöden Gouverneure, ey, könnten echt mal das Sterben sein lassen. Aber ich habe so das Gefühl, sie werden dieser Aufforderung nicht Folge leisten. So rum erstmal. Dann muss das hier geupgradet werden. Ich habe noch gar nicht entschieden, was das hier von der Welt werden soll. Komm, wir machen mal wieder eine Generatorwelt. So, was haben wir mal hier? Ist auch ein Arbeitslose drin. Lass uns das erstmal so machen. Auch wichtige Jobs für uns. Du hast auch noch nicht wirklich deine Destination gefunden. Komm, dann finde ich jetzt für dich eine. Auch du wirst eine Gießereiwelt. Plasmatriebwerke sind da. Oh, ich kann die kinetische Batterie lernen. Lieben gern. Ey, es ist halt der blanke Hohn, ne? Ich bekomme jetzt halt einfach nicht die Technologien zur Auswahl, die ich bräuchte, um hier endlich Megastrukturen zu bauen. Das ist gerade eben echt ein bisschen ein Downer. Warum diese Festungswelt hier? Ich mache ja von allem anderen schon so viel, ne? Ich brauche noch mehr Industriedistrikte. Ist auch ein Job. Weil, das mache ich schon wieder Minus, ey. Wollt ihr mich trollen? Ja. Wohlstandsschaffung bringt es jetzt halt nicht, ne? Also ihr seht jetzt hier, ne, wir machen jetzt sowohl das eine als auch das andere. 2600 Einigkeiten machen wir jetzt hier. Ich kann jetzt hier noch mal gucken, ob ich... Ich mache die Kapazitätssubvention, ist mir jetzt egal, auch wenn das teuer ist. Automatische Zugeständnisse machen wir auch. Ich kann mir das jetzt leisten, Leute. Ich kann mir das sowas von leisten. Forschungssubvention baller ich auch noch rein. Guck mal, 1013 von 270. Alles gar kein Problem. Wir machen über 2000 Einigkeit. Will ich noch die Befestigung der Grenze machen? Brauche ich noch nicht. Dramatische Bedeutung von Flottenstärke. 19.000er. So, was läuft hier? Schutzengel. Ja. Wie gesagt, es haut zwar auch mich, aber die Eduka trifft das noch ein bisschen mehr. Kann ich schon wieder Schiffe upgraden, ey.
Diese seltsamen Archivisten wollten gerade einen meiner Wissenschaftler haben. Und was habt ihr gesagt? Wir haben gesagt, ihr könnt dahin zurückgehen, wo der Pfeffer wächst. Wäre das? Das weiß ich nicht. Vielleicht weiß er das. Er ist ja ein Archivist. Er muss es wissen. Eben. Vielleicht auf Pfefferos. Okay, jetzt habe ich nochmal einen weiteren Aufstiegsvorteil. Das Problem ist bloß, ne, ich kann jetzt halt einfach die galaktischen Wunder noch nicht machen. Erfordert eine vollständige reparierte oder gebaute Dingens. Ihr spinnt doch wohl. Oder verbesserte Megastruktur, ne? Das ist halt noch nicht drin. Aber wir hätten am Ende nochmal eine Möglichkeit. Archäologie will ich jetzt nicht machen. Ewige Wachsamkeit, Kontrolle der Leere, galaktische Anwärter. Diplomatische Bedeutung kann ich dadurch nochmal erhöhen. Partner gefallen reichen, erwecken Torbauern. Verteidiger der Galaxie. Ey, ohne Witz, ich gehe auf galaktische Anwärter. Ha! So. Da habe ich schon 22.000 Bedeutung. Bin ich zwar noch nicht auf derselben Höhe. Oh! Unsere Audioscanner haben zum ersten Mal Funksignale von Zavaris 2 aufgenommen, die von einem lebenden industrialisierten Zivilisation. Ach, die machen da Dinge. I see. Ich habe ein neues Spionagemittel bei den Eduka bekommen. So, Agent entfügen sich, das ist doch gut. Steht's gerade eben ganz, ganz angenehm. Ich bin auf Nummer sicher. So. Derweil. Ich habe Fragen. Welche Fragen? Ein Abgesandter von euch hat uns beleidigt. Er hat angeblich die offene Meinung des Steinkults uns gegenüber kundgetan und uns wurde gesagt, dass wir Gegenstand von heftigem Spott seien. Das tut uns leid. Stimmt dies, Stein? Wollt ihr meine Gefühle so sehr verletzen? Nein. Spottet ihr über uns? Wir sagten doch, das tut uns leid, wenn das so falsch übersetzt wurde. War sicher ein Fehler im Universaltranslator. Okay, das nehmen wir so hin, aber leider hat unsere Kohäsion in der Föderation darunter gelitten. Ja, die soll ja besser nicht drunter leiden, ey. Ja, ich konnte nichts anderes auswählen. Also die ist... Es gab nur, dass es unerhört. Ja, aber es läuft ja trotzdem. Die Sache mit den Energy Credits, ne? Okay, dem Mofamycelium muss jetzt Einhalt geboten werden. Die treiben jetzt schon seit Ewigkeiten wieder Schandluder in meinem System. Ich hoffe, dass ihr es nicht als zu expansionistisch seht, aber es ist an der Zeit, dem einen Riegel vorzusetzen. Du weißt, du kannst denen einfach ihre den Krieg erklären zum Schließen der, du weißt schon was. Genau, das meine ich auch. Das meine ich auch. So. Oh, Forschungsnexus. Endlich mal einer. Also es ist nicht unbedingt das, was ich jetzt als erstes gewollt hätte, aber den nehme ich natürlich auch. Fehlt mir jetzt wieder. Ich mache jetzt mal nur diesen Priesterjob. Und danach machen wir hier damit weiter. Hey, nice. Artikellanzen haben wir uns jetzt hier geholt bei den Pungos. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob die Pungos überhaupt solche Technologien besitzen. Das ist für mich die ganz große Frage. Oder ob das Spiel uns halt die ganze Zeit einfach jetzt hier so an der Nase herumführt, ne?
So, Chemowonne, auch wenn ich sie nie benutzen möchte, haben wir es hier erforscht. Befehlslimit Flotte interessiert mich momentan noch nicht so wirklich. Oh, endlich ist die Ordnung hier wieder hergestellt. So, jetzt machen wir nochmal das da. Ich muss ein paar exotische Gase wieder zurückretten. Die ich jetzt hier zu viel verkaufe. Und hier habe ich jetzt arbeitslose Roboter, so wie es offensichtlich aussieht. Nee. Ist der arbeitslos? Ach so, der war irgendwie, glaube ich, Verbrecher oder sowas. Aber jetzt will der nicht als Büroangestellter arbeiten. Why? Jetzt hat das Spiel realisiert, dass er vielleicht einmal arbeiten könnte. Gut. Gut, 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 gut. Testteilnahme gewährt. Hä? Der Test zur Umstrukturierung der Logistik hat begonnen. Dank der starken Handelsrouten wurde Steinkohl die Teilnahme an dem Versuchsprojekt gewährt. Eine Sternenbasis wurde als Testgelände gewährt. Okay. Ein Weltraumhandelsunternehmen steht ebenfalls zur Verfügung. Witzig. Ein weiterer Gouverneur ist tot. In Wankworth Atem. Nein, Wankworth. Da wird hauptsächlich hab ich Einigkeit produziert und so ein Kram. Ich mache immer noch über 2000 Einigkeit, ey. Das ist so krank. Komm, ich mache noch eine Spionagebehörde. Gib mir nochmal einen Gesandten. Den ich jetzt hier der Galaxis zuordnen kann. Um selber nochmal meine Wichtigkeit zu erhöhen. Gib mir nochmal 10%. Weltraumamöbenschutzgesetz. Bin ich dafür unterstützen. Beschlüsse. Galaktischer Handel. Das ist aktiv. Oh, das gebe ich mal durch hier. Mehr Ressourcen durch Jobs, weniger Zufriedenheit. Ist mir egal, ey. Unterhalt für Verwalter geht hoch. Ich bin gespannt, ob das durchgeht oder nicht. Momentan sind wir immer noch beim Trost der Gefallenen. Die magische Bedeutung von Technologie wird gesenkt. Das hat Ecke noch gar nicht realisiert. Habe ich den Eindruck. Was ich ganz gut finde. Ah, ein Herrscher wurde gewählt. Hier kann ich jetzt nochmal das hier weiter upgraden. 1, 2. Zitadelle brauchen wir hierfür nicht. Also die Schwankungen, die ich hier mache, sind schon echt eindrucksvoll. Muss ich schon sagen, ne? Seltene Kristalle ist auch etwas, was ich gerne mehr produzieren würde. Ist aber gar nicht so einfach. Wie ich immer wieder feststellen muss. Hier bauen wir nochmal die Mineralienverarbeitungsanlage rein, dass die besser wird. Wir machen auch das hier noch besser. Ich mache alles jetzt hier besser. Es kann nur besser werden, wenn wir das alles verbessern. So, den zerstörten Kern. Habe ich einen Arbeitslosen. Ich muss hier irgendwie Wirtschaftszonen schaffen. Die kinetische Batterie ist durch. Will ich jetzt die Titane holen? Ja komm, ich habe es ja schon mal angefangen. Machen wir mal mit den Titanen weiter. Es stirbt in dem Moment hier mein Ingenieur. So, aber immerhin habe ich es gesehen. Jetzt übrigens noch irgendwo ein zeitkritisches Projekt, wie ich gerade feststelle. Was ich natürlich noch schnell machen will. Wäre ja tragisch, wenn ich das jetzt hier nicht hätte. So, Fraktions, geheime Weltraumeinrichtung, Gedöns, alles fertig. Wohnbarkeit, oh. Das ist cool. Globale Produktionsstrategie. Das ist ein Gebäude, was wir dringend brauchen können.
So, hier auf diesem Barglau-Planeten bauen wir jetzt ja auch nochmal die Kirche weiter aus. Ich sehe schon, ne, dass ich diese Kristalle ganz dringend brauche. Die sind für mich absolut essentiell. So. Nur noch 6. Das ist der Oberhammer, wie schnell das hier immer wieder passiert, ne? Dass diese Runden durchgehen. Okay, wir machen jetzt hier 10 Erfahrungen pro Monat. Das ist fantastisch. Das heißt, wir werden relativ schnell hier auf dem nächsten Level sein. Herzlichen Glückwunsch, der Umbau ist abgeschlossen und die betroffenen Handelsknoten arbeiten jetzt auf den neuesten logistischen Standards. Okay. Keine Ahnung. Das sind einfach nur Events, da, aber da ist irgendwie... Oh! Dies ist ein historischer Tag für Profit und Handel, nicht nur in der Logistik. Ereignisse zeigen auch eine spürbare Effizienzsteigerung und einen reibungslos verlaufenden interstellares Geschäft. Mehr Handelswerte, mehr monatliche Konsumgüter. Cool! Und in dem Moment instant, ne? Ob der Scheiß hier. Ah! Ey, ohne Witz, Leute, ich verkaufe 450. Ach komm, scheiß doch die Wand an. Lass es 500 sein. 500 Konsumgüter pro Monat. Und ich mache weiterhin Plus. Es ist der Oberhammer. Ich könnte wirklich auf Chemowonne gehen. Ich will mir das gerade eben mal angucken. Also, was würde Chemowonne bedeuten? Lebensstätte, Geschichte der Wirtschaft? Auf soziale Fürsorge gehen, dann wären sie ja noch glücklicher. Nehmen wir mal Geschichte der Wirtschaft. Das ist Chemowonne. Ja, aber dann sind sie, dann arbeiten die halt schlechter, ne? Politische Macht Herrscher. Ja, Arbeiter und Sklaven sind nicht so glücklich. Soziale Fürsorge wäre halt interessant. Und ich gehe auf soziale Fürsorge. Wir ändern jetzt hier die soziale Fürsorge. Und hier ist, glaube ich, auch... Nun, die Pungos verkünden, dass sie einen Rückschlag erleiden muss. Warum? Sagen wir es mal so, unsere Flotte hat Peng gemacht. Gegen wen? Gegen ein sehr seltsames Gefährt in der Galaxie. Tiefer möchten wir nicht drauf eingehen. Ihr meint den enigmatischen Cash? Nein. Ein automatisiertes Schlachtschiff. Oh. Oh. Wir kümmern uns drum, wenn ihr das wünscht. Nee, alles gut. Wir werden Rache üben. Werdet ihr sauer, wenn wir uns drum kümmern? Wir würden es gerne selber machen. Werter Stein. Wir haben solche Monstren bereits bekämpft. Es ist jetzt aber eine Sache zwischen dem Kaiser und diesem Ding. Nehmt es mir nicht übel, Pungos, aber ich glaube nicht, dass ihr dazu in der Lage seid. Doch, sind wir. Wir haben nur unsere Armeen getrennt bewegt. Oh, Mann. Tatsächlich würde ich diesen Dreadnought gerne haben. Aber ich will ihm das Ding jetzt hier nicht wegnehmen. Da bin ich jetzt mal nicht so assi. Diese Fabrikwelt hier wird erstmal noch hier verbessert. Und ich sehe schon, wir sind schon wieder fast am Ende, Leute, ne? Also, unsere Wirtschaft ist... der absolute Abschuss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde, ne? Das ist ein Niveau, das ich selber auch noch nicht so in diesem Ausmaß gehabt habe. Also, oder zumindest selten. Vielleicht noch mit Mafia-Mycelium oder sowas in der Art damals. Aber dafür, dass wir eigentlich einen relativ kleinen Raumbereich bewohnen, würde ich mal behaupten, sind wir gut dabei. Unsere Wirtschaft hier, wie man gerade eben sehen kann, 2300, 1400 hier aus Wirtschaft. Wir haben noch immer ein paar Mali wegen der Pangalaktischen Recycling-Initiative, gegen die ich tatsächlich gerne noch mal vorgehen möchte. Aber das müssen wir beim nächsten Mal diskutieren.
Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.